Moin Leute, mein Name ist Moritz und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Facebook-Unternehmensseite erstellst. Mit einer Facebook-Unternehmensseite hast du viele verschiedene Vorteile. Zum einen ist es natürlich komplett kostenlos und das sollte eigentlich schon Grund genug sein, um überhaupt eine Facebook-Seite zu erstellen. Du kannst zum Beispiel Beiträge veröffentlichen, du kannst Veranstaltungen erstellen, du hast sogar die Möglichkeit, Jobausschreibungen über deine Facebook-Seite zu veröffentlichen und du hast auch die Möglichkeit, deine ganzen Nachrichten auch von anderen Plattformen wie zum Beispiel WhatsApp oder Instagram in Facebook zu verwalten. Und dadurch wird natürlich auch die ganze Kundenkommunikation nochmal deutlich besser. Wie das alles funktioniert, das werde ich dir jetzt Schritt für Schritt zeigen. Ich werde dir genau zeigen, was davon besonders wichtig ist und was du auch überspringen kannst. Wir haben viel vor, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich befinde mich jetzt direkt in Facebook. Das ist auch die erste Sache, die du machen musst. Also du musst dich mit deinem Facebook-Profil bei Facebook anmelden oder du musst dir natürlich ein komplett neues Facebook-Profil erstmal einrichten, weil das ist einfach eine Voraussetzung von Facebook, um überhaupt eine Unternehmensseite einzustellen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du dich bei Facebook ganz normal angemeldet hast, kannst du eine neue Seite über das Seitenelement auf der linken Seite erstellen oder du hast auch die Möglichkeit, oben rechts in der Ecke auf das Pluszeichen zu klicken und dann hier die Seite auswählen. Dann wirst du direkt weitergeleitet zu dem ganzen Prozess, um eine neue Seite zu erstellen. Auf der linken Seite findest du ein paar Seiteninformationen, die du angeben musst. Zum Beispiel der Seitenname, das sollte natürlich der Name von deinem Unternehmen sein. Du kannst bestimmte Kategorien auswählen, die zu deinem Unternehmen passen und du kannst auch eine kurze Beschreibung zu deinem Unternehmen hinzufügen. Auf der rechten Seite oder in der Mitte findest du einen Vorschau-Modus, wie deine Seite aktuell auf dem Desktop angezeigt wird. Du kannst dir die Vorschau auch für das Smartphone bzw. für das Mobilgerät anzeigen lassen. Die Funktion ist noch relativ neu, aber ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich, damit man auch direkt den Vergleich sehen kann, gerade bei den Bildern. Da ist vielleicht manchmal oder da wird oftmals auf dem Mobilgerät etwas anders ausgespielt als auf dem Desktop, weil einfach der Bildschirm auch viel kleiner ist. Deswegen ist das ganz cool, dass du das hier direkt sehen kannst, wie das auf beiden Geräten ausgespielt wird. Der Seitenname, das sollte natürlich der Name von deinem Unternehmen sein. Ich werde für dieses Video eine Beispielseite erstellen für ein Café. Das Café, das gibt es natürlich nicht, aber ich denke, das ist erstmal in Ordnung, um einfach nur zu zeigen, wie dieser ganze Prozess überhaupt funktioniert, um eine neue Unternehmensseite auf Facebook zu erstellen. Ich nenne die Seite Stadtcafé 123, nicht sonderlich kreativ, aber ich denke, das ist erstmal in Ordnung. Als nächstes musst du Kategorien auswählen, die zu deiner Facebook-Seite passen. Hier kannst du bis zu 3 Kategorien auswählen. Ich würde dir auch empfehlen, wirklich 3 Kategorien zu benutzen, weil dir das einfach hilft, um auch auf Facebook gefunden zu werden. Ganz wichtig ist dabei die erste Kategorie, weil die auch direkt unter deinem Seitennamen angezeigt wird. Ich werde einfach mal Kaffee eingeben und gucken, was dann kommt. Kaffeehaus, das passt ganz gut. Und dann siehst du auch, dass das direkt hier unter dem Seitennamen angezeigt wird. Dann nehme ich noch Kaffee dazu und vielleicht irgendein Frühstück und Brunch-Restaurant. Das passt auch ganz gut. Die Kategorien kannst du später auch nochmal anpassen. Deswegen ist das nicht allzu dramatisch, wenn du jetzt vielleicht am Anfang nicht direkt die passenden Kategorien findest oder die Kategorien, die du ganz gerne haben möchtest. Dann kannst du noch eine Beschreibung hinzufügen. Hier hast du eine maximale Zeichenanzahl von 255 Zeichen. Und ich würde dir auch empfehlen, das Versuchen, so gut es geht, auszureizen. Auf dem Mobilgerät wird die Beschreibung zum Beispiel ganz oben angezeigt. Auf dem Desktop wird die hier auf der linken Seite angezeigt. Deswegen ist das natürlich auch wichtig, dass du hier die Informationen hinzufügst, die für einen Besucher wichtig sind. Wenn du das gemacht hast, kannst du auf den Button Seite erstellen klicken und dann kannst du als nächstes die Bilder hinzufügen bzw. ein Titelbild hinzufügen. Und ein Logo für deine Seite kannst du dann auch im nächsten Schritt hinzufügen. Und damit ist deine Seite dann auch offiziell erstellt, aber wir sind natürlich trotzdem noch nicht durch mit den ganzen Einstellungen. Also wir können gleich noch ganz viele weitere Informationen hinzufügen. Bezüglich der Bilder, ich benutze dazu immer Canva, wenn ich ein Logo erstellen muss oder irgendein Titelbild erstellen muss. Das ist ein Design-Tool, das kennen wahrscheinlich die meisten schon. Wenn du es noch nicht kennst, kannst du dir das gerne anschauen. Es ist auch komplett kostenlos, also du kannst das komplett kostenlos benutzen. Und es ist wirklich sehr einfach zu bedienen und das Profilbild und das Titelbild, was ich hier gleich benutzen werde, habe ich auch über Canva erstellt. Wenn du dich dafür interessierst und dir das gerne mal angucken möchtest, dann findest du den Link dazu auch in der Beschreibung.
Bei dem Profilbild werden die Seiten immer abgeschnitten. Das wird immer als rundes Logo dargestellt. Das siehst du auch hier in der Vorschau auf dem Desktop und auf dem Smartphone. Deswegen solltest du natürlich aufpassen, dass sich an den Rändern keine wichtigen Informationen befinden oder irgendwelche Sachen, die auf jeden Fall in dem Logo enthalten sein sollen. Dieser Schritt ist natürlich auch optional, also du musst es nicht direkt machen. Du kannst das natürlich später jederzeit ändern, das Titelbild und auch das Logo. Deswegen kannst du diesen Schritt auch erstmal überspringen, wenn du noch kein Logo oder noch kein Titelbild hast. Das Ganze kannst du dann abspeichern und dann wirst du zu dem nächsten Schritt weitergeleitet, wo wir jetzt unsere ganzen Seiteneinstellungen vornehmen können. Die Facebook-Seite wurde jetzt offiziell erstellt. Du findest hier auf der rechten Seite eine Übersicht, wie deine Facebook-Seite aktuell aussieht. Beziehungsweise hier kannst du natürlich auch bestimmte Funktionen oder bestimmte Informationen noch hinzufügen. Und auf der linken Seite findest du dann verschiedene Punkte, über die du deine Seite verwalten kannst. Und das werden wir uns auch gleich in Ruhe nochmal angucken. Das Erste, was ich dir empfehlen würde zu machen, ist, dass du einen Button für deine Facebook-Seite festlegst. Und bei dem Button gibt es eine ganz gute Hilfestellung von Facebook direkt. Wenn du da drauf klickst, dann bekommst du viele verschiedene Funktionen oder verschiedene Button-Möglichkeiten angezeigt. Und hier solltest du natürlich auch einen Button auswählen, der am besten zu deiner Seite passt, weil du hast natürlich auch ein Ziel mit deiner Facebook-Seite. Du möchtest natürlich, dass die Besucher von deiner Facebook-Seite irgendeine Aktion ausführen, also dass sie dich zum Beispiel anrufen, dass sie dich kontaktieren über den Messenger zum Beispiel, dass sie einen Termin buchen. Und da kannst du dich einfach mal durchklicken, ob es hier irgendetwas gibt für dich. Und dann solltest du natürlich die passende Handlungsaufforderung, also den passenden CTA, auswählen. Ich wähle für dieses Beispiel den Button Mehr dazu aus. Hier kannst du dann einen Webseitennamen angeben. Ich habe jetzt natürlich keine Seite oder keine Webseite für diese Beispielseite, deswegen gebe ich einfach kurz meine eigene Webseite an, klicke auf Speichern und dann kannst du den Button auch direkt überprüfen. Du kannst dann einfach draufklicken, Button testen und dann öffnet sich in einem neuen Tab die Seite, die du auch hinterlegt hast und dann kannst du einfach kurz überprüfen, ob das auch alles funktioniert hat. Das scheint alles zu funktionieren, das kann ich jetzt wieder schließen und dann können wir mit den nächsten Sachen weitermachen. Langfristig würde ich dir empfehlen, einen Benutzernamen zu erstellen. Am Anfang kannst du das leider noch nicht machen, weil du dafür mindestens 25 Abonnenten brauchst. Ich kann das trotzdem mal ganz kurz probieren, ob das funktioniert. Ja, das ist hier noch ausgegraut, deswegen kann ich leider keinen Benutzernamen erstellen. Aber der Benutzername hilft dir dann einfach dabei, dass dich Leute auf Facebook schneller finden können. Deswegen solltest du das auf jeden Fall machen. Unter dem Benutzernamen findest du ein paar Tabs, die du natürlich auch anpassen kannst. Also es gibt verschiedene Tabs, die du auswählen kannst. Die sollten natürlich möglichst genau zu deinem Unternehmen passen, beziehungsweise auch einfach das widerspiegeln, was du ganz gerne den Besuchern von deiner Facebook-Seite anbieten möchtest. Und wie du das anpassen kannst, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Auf der linken Seite kannst du deine Facebook-Seite verwalten. Du findest hier ein paar Bereiche, die du dir natürlich genauer angucken kannst. Du hast einmal die Startseite, da befinden wir uns natürlich gerade. Du kannst dir einen extra Newsfeed erstellen. Das ist im Prinzip ähnlich wie dein ganz normales Facebook-Profil, dass du dann zum Beispiel einen Newsfeed für verschiedene Seiten dir anzeigen lassen kannst, wo du dann immer die Updates von den verschiedenen Seiten sehen kannst. Du hast das AdCenter für Werbung, du hast das Postfach, das können wir uns einmal ganz kurz angucken. Hier kannst du dann deine ganzen Nachrichten verwalten, die du über deine Facebook-Seite bekommst. Du kannst das Ganze auch noch mit Instagram Direct verbinden. Dazu musst du einfach dein Instagram-Konto mit deiner Facebook-Seite verbinden. Wie das funktioniert, das werde ich dir gleich nochmal zeigen. Und über die Nachrichtenfunktion hast du auch die Möglichkeit, das alles ein bisschen zu automatisieren, dass zum Beispiel Besucher direkt eine Nachricht von dir bekommen, wenn sie deine Seite besuchen. Also da kannst du wirklich viele fortgeschrittene Einstellungen machen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich dir gleich. Ansonsten kannst du auch noch Jobs auf deiner Seite veröffentlichen. Die Insights, die sind auch nochmal interessant. Hier kannst du später dann auch wirklich sehen, wie deine Seite performt, also welche Beiträge zum Beispiel gut funktionieren, wie sich die Benutzer auf deiner Seite verhalten. Das solltest du dir langfristig natürlich genau angucken, um einfach herauszufinden, was funktioniert eigentlich ganz gut, was funktioniert nicht so gut, damit du einfach die Performance von deiner Facebook-Seite auch langfristig verbessern kannst. Die Beitragsoptionen und die Seitenqualität, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Worauf ich mich fokussieren möchte, das sind eigentlich die letzten zwei Punkte, nämlich die Seiteninfos und die Einstellungen. Hier werden wir jetzt auch wirklich die ganze Zeit von dem restlichen Video verbringen. Wenn wir uns zum Beispiel die Seiteninformationen anschauen, dann sehen wir, dass wir hier wieder die allgemeinen Informationen haben. Das sind die Sachen,
die wir am Anfang schon angegeben haben. Hier können wir auch wieder den Benutzernamen festlegen. Aktuell können wir das natürlich noch nicht machen, weil du mindestens 25 Abonnenten brauchst. Und hier können wir den Seitennamen auch nochmal anpassen. Du kannst die Beschreibung nochmal anpassen und du kannst hier auch die Kategorien nochmal nachträglich anpassen. Dann hast du auch die Möglichkeit, eine Kontakt- oder Kontaktinformation zu hinterlegen. Du kannst eine Telefonnummer hinterlegen, eine E-Mail-Adresse, eine Webseite. Das sind natürlich alles Sachen, die ich jetzt für diese Beispielseite nicht habe, aber das sind solche Informationen, die du hier angeben kannst. Du kannst einen Standort angeben, wo dich die Leute finden können. Den habe ich natürlich jetzt aktuell auch nicht, deswegen überspringe ich das einfach mal. Und dann hast du auch einen Servicebereich. Das ist interessant für Facebook-Seiten, die zum Beispiel Essen liefern, weil du hier dann wirklich bestimmte Stadtteile definieren kannst, wo du deine Dienstleistung anbietest und wo zum Beispiel die Leute das Essen bestellen können. Und hier ist auch wichtig, dass du wirklich nur Stadtteile auswählst, die für dich auch relevant sind und nicht einfach irgendwelche Stadtteile hinzufügst, damit du einfach eine größere Reichweite bekommst. Weil dann kann es natürlich auch der Fall sein, dass irgendwelche Leute enttäuscht sind von deinem Service, den du anbietest, weil du zum Beispiel sagst, du lieferst Essen in den Stadtteil und dann machst du das eigentlich gar nicht. Und dann kannst du natürlich auch schnell eine negative Bewertung bekommen. Dann kannst du noch deine Öffnungszeiten angeben. Die sollten natürlich auch mit deinen offiziellen Öffnungszeiten übereinstimmen, damit es da auch keine enttäuschten Kunden gibt. Und die nächste Einstellungsmöglichkeit, das ist eine Sache, die auch gerade erst neu dazugekommen ist. Das hat einfach mit der aktuellen Situation zu tun, in der wir uns gerade befinden. Hier kannst du nämlich angeben, ob dein lokales Unternehmen von der Pandemie betroffen ist, ob es einfach irgendwelche Änderungen gibt von deinem Serviceangebot oder ob du vorübergehend geschlossen bist oder ob es aktuell keine Änderungen gibt. Und das ist ein Banner, der dann zusätzlich zu deiner Seite hinzugefügt wird, der oben angezeigt wird, damit die Nutzer direkt wissen, was bei dir gerade die aktuelle Situation ist, weil einfach viele lokale Unternehmen leider etwas stärker von der ganzen Pandemie betroffen sind. Am Ende hast du auch noch die Möglichkeit, die Datenrichtlinien hinzuzufügen. Da kannst du einfach eine URL hinzufügen von deiner Webseite. Das Impressum kannst du hinzufügen. Du kannst irgendwelche Produkte hinzufügen, falls du Produkte hast. Du kannst auch noch zusätzliche Informationen angeben. Und dann kannst du auch noch deine Preisklasse auswählen, in der du dich befindest. Und ganz am Ende kannst du auch noch weitere Profile bzw. weitere Konten von anderen Plattformen in den Informationen von deiner Seite hinzufügen. Da kannst du dich einfach mal durchklicken. Es gibt wirklich sehr viele, die du auswählen kannst. Also zum Beispiel Instagram, Twitter, YouTube und so weiter. WhatsApp gibt es auch. Und dann kannst du hier einfach den Benutzernamen angeben und dann wird die Verknüpfung bzw. die Verbindung zu der Seite auch hergestellt. Die ganzen Einstellungen, die werden immer automatisch gespeichert. Das heißt, das musst du nicht manuell machen. Das passiert alles automatisch. Und das ist auch schon alles, was wir in den Seiteninformationen machen können. Als nächstes möchte ich mir ganz gerne die Einstellung angucken. Das sieht am Anfang natürlich nach sehr vielen Informationen aus, aber ich werde dir jetzt hier kurz zeigen, was davon wirklich wichtig ist. In den allgemeinen Seiteneinstellungen kannst du deine Seite ein bisschen eingrenzen. Also du kannst sagen, was eigentlich erlaubt ist, was ist nicht erlaubt. Du kannst zum Beispiel eine Altersbeschränkung festlegen. Du kannst bestimmte Begriffe blockieren bzw. filtern. Das kann natürlich verschiedene Motivationen haben, warum man so etwas machen möchte. Und du kannst über die allgemeinen Einstellungen auch deine Facebook-Seite wieder löschen, für den Fall, dass du das ganz gerne machen möchtest. Als nächstes findest du Einstellungsmöglichkeiten für deine Nachrichten. Und hier kannst du wirklich sehr viele fortgeschrittene Einstellungen vornehmen. Was ich dir ganz gerne zeigen möchte, das ist eine Unterhaltung, die du automatisieren kannst, wenn eine Person neu auf deine Seite kommt. Und das kannst du machen, indem du hier einfach den Haken auf Einstellst und dann kannst du auch deine Nachricht noch anpassen. Hier gibt es eine Standardbegrüßung, die von Facebook schon vorgefertigt ist. Du kannst die natürlich auch noch personalisieren, dass du zum Beispiel nur den Vornamen des Empfängers angeben möchtest. Und dann kannst du den Text ganz normal anpassen. Und das Ganze kannst du dann abspeichern. Dann findest du hier noch eine Messenger-URL, die kannst du benutzen, damit Personen schnell mit dir in Kontakt treten können bzw. dir schnell eine Nachricht schreiben können. Die Zahl, die wird später durch den Benutzernamen ausgetauscht. Aktuell ist das natürlich einen Link, den ich nicht unbedingt benutzen würde. Aber wenn du einen Benutzernamen hast und die 25 Abonnenten auch schon hast für deine Seite, dann kannst du das natürlich anpassen und den Link dann zum Beispiel auf irgendwelchen Flyern benutzen oder in irgendwelchen E-Mails.
Du hast auch die Möglichkeit, deinen Messenger über ein Plugin auf deiner Seite hinzuzufügen. Und was ich dir ganz gerne noch zeigen möchte, das ist eine automatisierte Nachricht, die du hier unten einrichten kannst. Wenn du hier auf Einrichten klickst, dann wirst du wieder in den Messenger weitergeleitet und dann findest du hier unten die Automated Responses, also die automatisierten Antworten. Und da kannst du zum Beispiel auswählen, für welchen Bereich oder für welche Nachricht du eine automatisierte Antwort einrichten möchtest. Hier kannst du zum Beispiel eine Abwesenheitsnotiz erstellen. Du kannst auch eine Sofortantwort einrichten, wenn dich jemand über den Messenger kontaktiert, weil du natürlich auch nicht die ganze Zeit auf dein Handy schaust und jede Nachricht direkt beantworten kannst. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel in der Sofortantwort auf Bearbeiten klickst und dann kannst du hier den Text beliebig anpassen. Ich habe die Nachricht noch kurz angepasst und mich natürlich erstmal bedankt, dass ich überhaupt die Nachricht erhalten habe und dann auch direkt einen Gutscheincode der Person gegeben für 10%, damit man einfach direkt einen guten Eindruck hinterlässt und die Person nicht verärgert, dass sie keine direkte Antwort bekommt. Und das ist natürlich eine Sache, die du auch machen kannst. Gerade wenn du einen Online-Shop hast, dann macht das natürlich Sinn, weil du über so einen Weg dann auch die Leute oder eine gute Kundenbeziehung aufbauen kannst. Das Ganze kannst du speichern, indem du oben rechts in der Ecke auf Speichern klickst und in diesen ganzen automatisierten Nachrichteneinstellungen oder Messenger-Einstellungen, da kannst du wirklich noch ganz viele andere Sachen einstellen. Das war erstmal nur ein Vorgeschmack, was du hier wirklich machen kannst. Schau dich da einfach mal in Ruhe um, weil du damit deine Seite und auch diese ganze Kommunikation zu potenziellen Kunden sehr gut und sehr einfach automatisieren kannst. Ich gehe jetzt zurück in die Einstellungen, dazu klicke ich wieder auf die Seite. Wähle dann wieder die Einstellung aus und dann komme ich wieder zurück in diese Ansicht. Als nächstes finden wir hier wieder die Seiteninformationen, die hatten wir uns gerade auch schon angeguckt. Also über diesen Weg kannst du da auch nochmal drauf zugreifen. Du hast hier nochmal Vorlagen und Tabs. Das sind die Kategorien, die unter dem Benutzernamen angezeigt werden. Und hier kannst du auf Bearbeiten klicken und von Facebook eine Vorlage benutzen, je nachdem, was du für ein Unternehmen hast. Das ist einfach nur eine kleine Hilfestellung von Facebook. Du kannst das natürlich auch eigenständig anpassen. Wenn du zum Beispiel Jobs hast und gerade nach Personen suchst, dann kannst du das einfach weiter nach oben ziehen. Du kannst das auch komplett pausieren und rausnehmen, wenn du aktuell keine Jobs hast. Veranstaltungen, das haben die meisten Leute aktuell wahrscheinlich sowieso nicht. Das kannst du dann auch einfach rausnehmen. Und dann kannst du die Sachen hier hin und her ziehen. Und ich würde dir empfehlen, die Sachen, die für dich wirklich wichtig sind, also die Top 3 Kategorien, dass du die auch wirklich nach ganz vorne tust, weil die von dem Benutzer direkt gesehen werden. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche Angebote hast, dann kannst du das hier natürlich vorne lassen, eine Speisekarte für den Fall, dass du ein Restaurant hast oder Bewertungen, wenn du schon viele gute Bewertungen hast und das ganz gerne zeigen möchtest, dann kannst du das natürlich auch nach vorne tun. Und das sind einfach so ein paar Sachen, die du hier anpassen kannst. Ich werde für dieses Beispiel einfach mal die Infos nach vorne tun, dann vielleicht noch die Speisekarte. Die Bewertungen, Angebote, die nehme ich raus, weil ich die aktuell nicht habe. Und dann gibt es ein paar Tabs, wie zum Beispiel Fotos, Videos, Community. Die kannst du dann leider nicht abschalten, die werden immer mit angezeigt. Dann findest du hier noch Veranstaltungstickets. Hier kannst du deine Facebook-Seite auch mit Eventbrite-Veranstaltungen verbinden. Aktuell gibt es natürlich wenige Events, deswegen überspringe ich das erstmal. Du kannst hier noch deine Benachrichtigung verwalten. Ich stelle das erstmal aus. Also das ist wirklich nicht so wie ein ganz normales Facebook-Profil, dass du ab und zu mal Benachrichtigungen bekommst. Wenn du eine Facebook-Seite hast, dann kann es wirklich sein, dass du sehr, sehr viele Benachrichtigungen bekommst. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, das vielleicht erstmal auszustellen oder wirklich nur die wichtigsten Sachen einzustellen. Dann hast du hier nochmal ein erweitertes Messaging. Das ist nochmal etwas fortgeschrittener zu den automatisierten Nachrichten, die wir uns gerade angeschaut haben. Deswegen schau dir das erstmal an. Für den Anfang reichen wahrscheinlich die automatisierten Nachrichten. Aber wenn du wirklich vorhast, das professionell anzugehen, dann findest du hier auch noch ein paar ganz coole Einstellungsmöglichkeiten, die dir einfach helfen, das noch professioneller einzurichten. Dann hast du auch die Möglichkeit, weitere Personen zu deiner Facebook-Seite hinzuzufügen. Wenn es Personen gibt, die sich zum Beispiel um die Beiträge kümmern sollen oder die irgendwelche Sachen verwalten wollen, dann kannst du das über diesen Weg machen und damit musst du dann diesen Personen auch nicht Zugriff auf dein eigenes Facebook-Profil geben, was natürlich auch immer ein bisschen unangenehm ist. Deswegen kannst du die einfach hier einladen und dann können die ganz normal die Sachen betreuen, für die sie freigeschaltet sind. Also es gibt hier zum Beispiel Administratoren, Redakteure, Moderatoren, Werbetreibende, Analysten und so weiter. Deswegen kannst du hier einfach die E-Mail-Adresse von der Person eingeben und die dann auch hinzufügen.
Die nächsten Sachen, die sind nicht wirklich wichtig. Ich möchte dir ganz gerne noch zeigen, wie du dein Instagram-Konto mit deiner Facebook-Seite verknüpfen kannst. Das ist wirklich total einfach. Du musst hier einfach nur auf Konto verknüpfen gehen. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Dann musst du dich bei Instagram anmelden und dann hast du auch schon direkt dein Konto verknüpft. Dann hast du auch die Möglichkeit, dein Instagram-Konto zu einem Business-Konto abzugraden. Da hast du einfach auch nochmal ein paar weitere Funktionen. Du kannst verschiedene Buttons hinzufügen und so weiter. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, die Verknüpfung herzustellen, weil du dadurch eigentlich nur noch weitere Vorteile hast. Das Gleiche kannst du auch mit WhatsApp machen. Also du kannst hier dein WhatsApp-Konto mit deiner Facebook-Seite verknüpfen. Die restlichen Sachen sind nicht wirklich interessant. Du kannst dir natürlich nochmal den Verlauf dir angucken, was genau auf deiner Seite verändert worden ist und wann das passiert ist. Ja, und das sind so die wichtigsten Sachen, die du am Anfang einstellen kannst. Du kannst dir deine Facebook-Seite natürlich auch nochmal aus Sicht eines Besuchers dir anschauen. Hier siehst du die Tabs, die wir vorhin eingestellt haben. Die Personen, die können deine Seite abonnieren, die können auf Gefällt mir klicken, die können dir hier eine Nachricht schreiben. Hier ist der Call-to-Action-Button, wo die Personen dann auf die Seite weitergeleitet werden, beziehungsweise du kannst das natürlich individuell anpassen. Ja, und das sind so die wichtigsten Sachen, die du am Anfang machen kannst. Als nächstes solltest du natürlich anfangen, auch Beiträge zu erstellen, damit die Seite einfach ein bisschen lebendig wird. Und ich würde dir hier wirklich empfehlen, nicht einfach nur Marketing zu machen, nicht einfach nur zu sagen, komm vorbei, wir haben den besten Kaffee und so weiter. Es mag wirklich niemand, Sachen direkt verkauft zu bekommen. Du solltest hier wirklich versuchen, einfach irgendwelche Inhalte zu posten aus dem Alltag, dass die Leute einfach sehen können, wie das Unternehmen funktioniert, was da genau passiert. Da gibt es verschiedene Strategien, wie du so etwas machen kannst. Aber du solltest jetzt nicht einfach nur irgendwelche Beiträge veröffentlichen mit dem Ziel, dass die Leute direkt etwas von dir kaufen. Das kannst du natürlich über die Facebook-Ads dann direkt machen, das ist wieder was anderes, weil da natürlich das ganze Targeting und die Zielgruppenausrichtung ganz anders funktioniert. Aber das sollten wirklich Inhalte sein für deine Fans, also für die Personen, die deiner Facebook-Seite auch folgen, um die einfach ein bisschen zu entertainen. Ja, versuch damit einfach einen Mehrwert zu bieten. Versuch einfach lustige Videos oder lustige Fotos hochzuladen. Die haben dann auch immer eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Leute damit interagieren, beziehungsweise dass die auch geteilt werden. Und damit hast du dann auch die Möglichkeit, wieder mehr Leute zu erreichen. Und das ist wirklich alles, was du wissen musst, wenn du eine neue Unternehmensseite auf Facebook erstellen möchtest. Wie du gesehen hast, ist es wirklich sehr einfach. Du hast von Facebook auch viele Hilfestellungen und wirst auch durch diesen ganzen Prozess begleitet. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu irgendwelchen Punkten oder irgendetwas vielleicht nicht funktioniert, dann schreib mir einfach in den Kommentaren und du bekommst auch auf jeden Fall eine Antwort von mir. Wenn du gerne mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal auch direkt abonnierst. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn du in dem nächsten Video auch wieder dabei bist.